Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In dem Video möchte ich euch heute nochmal ein Pod-System vorstellen. Und zwar bin ich ein bisschen begeistert von der Art der Pod-Systeme. Ich weiß nicht, was mich daran geritten hat, dass ich so begeistert davon bin, aber ich finde es einfach klasse. Jetzt kann man natürlich wieder sagen, Umwelt leidet darunter, aber das ist, ja, ist natürlich ein streitbares Thema, aber die Verdampfer kommen auch in Müll, ob da jetzt ein bisschen mehr Plastik drum oder ist oder nicht, finde ich jetzt nicht allzu schlimm. Deswegen habe ich mir ein Pod-System geholt, was ein bisschen teurer ist in der Verarbeitung. Ihr seht, die Lost Rape Origin. Die möchte ich mit euch heute angucken. Und zwar jetzt erst im Detail und dann dampfen wir das Ganze. Und dann hört ihr auch einmal mein Fazit. Deswegen gehen wir jetzt einmal in die Detailansicht. Bis gleich. So, nachdem ich dann dreimal meine Kamera nochmal neu hergerichtet habe, bin ich nun auch und habe es soweit, dass ich es einigermaßen noch nebenbei sehen kann und euch zuquatschen kann mit den Details zu der Lost Rape Origin. Ich habe ein Problem, mein Akku ist ein bisschen voll, mein Speicher ist ein bisschen voll. Ich hoffe, ich komme jetzt mit dem ersten Video hin, dass ich das dann bei der Detailansicht dann kappen kann. So, erstmal Tropenhazard, aber das ist nicht das Thema. So. Wir schauen uns das die Verpackung an. Es sind insgesamt 3 Pods dabei, plus ein Origin Lanyard. Das ist dieses Band. Dann haben wir hier diesen. Hier haben wir den Code, dass ich sehen kann, ob es original ist. Dann meine Katze ist was runtergeschmissen und sonst. Designed und Manufaktur bei Lost Rape. Bla bla bla. The first Power Mod powered by Evolve DNA Go Chipset. Lost Rape. Und Replay. So. Hier vorne haben wir das Origin-Logo mit einem X durch und dann die Origin. Es ist nicht die. Ich habe mir nämlich mal gesagt, ich gönne mir. Ich habe mir für 10 Euro mehr. Jetzt kriege ich das hier nicht raus. Ich habe mir für 10 Euro mehr die. Und hier haben wir nochmal den Sicherheitscode, das Original ist. Ich habe mir für 10 Euro mehr nämlich die Version gekauft in Limited Edition. Warum und weshalb zeige ich euch gleich. So, hier war erstmal die kleine Lost Rape. Vergleiche ich gleich mal eben mit 2, 3 anderen kleinen. So, dann haben wir hier die Refill Pots. Das ist jetzt aber nur die leere Verpackung. Die habe ich einfach nur nochmal da drin. Damit ihr einmal seht, wie die verpackt aussehen. Das sind jetzt hier diese beiden. Besser gesagt, dabei sind 2, ja, das könnt ihr ganz schlecht sehen. 0,52 sind dabei und einmal ist der schon drauf gesteckt, der 0,5er Coil. Ich gucke mal, ob man das so ein bisschen, ja, das kann man ein bisschen sehen. Also das sind die beiden Coils, die dabei sind. Zu den Coils komme ich gleich. So, weiter im Text. Was ist noch dabei? Dann ist dabei dieses Band. Lost Rape finde ich ganz cool, wenn man das dann hier vorne dran machen kann. Und natürlich, habe jetzt natürlich nicht eingepackt, ein Micro-USB-Kabel, das habe ich aber noch auf dem Tisch, ein grünes, kleines. Für einen PC reicht es aber. Und nebenbei ist noch einmal eine Mini-Bedienungsanleitung dabei, eine Warranty-Card und die normale Bedienungsanleitung, die jetzt aber auch nicht dabei ist, die liegt im Wohnzimmer. Ja. Das erkläre ich euch auch nochmal, was dieser Replay-Mode ist. Und welchen ich nutze, erkläre ich euch auch. So, dann tun wir die Verpackung erstmal ein bisschen an die Seite. Und dann widmen wir uns der. Mal kurz die Kamera verrücken. Mal kurz das Licht verrücken. So. So, das ist die Limited Edition. Die gibt es 5000 Exemplare weltweit. Die Nummer haben wir auf der einen Seite unten stehen. Ich kriege die nie mit 4470 habe ich von 5000. Und so sieht das ganze Schätzchen dann aus. Also im Vergleich zu der MyPod ist das die Hälfte, aber dafür dann der Breite ein bisschen dünner. So, fangen wir hier oben an. Hier ist der Pod drauf. Diesen können wir lösen, indem wir diesen Schalter hier runterdrücken und dann einfach abziehen. So sieht das Ganze ohne Pod aus. Hier haben wir 2 Kontakte. Zudem haben wir
Und dann eine kleine LED, die jetzt anzeigt, dass kein Pott drin ist. Deswegen stecken wir den jetzt wieder einmal kurz drauf. Dann auch einmal runterziehen, sonst rastet der nicht richtig ein. Zu den Pots komme ich gleich. Hier haben wir einen Feuertaster, mit dem wir mit zwei Klick sehen können, wie voll die ist. Mit fünf Klick machen wir die nochmal an oder aus. Jetzt ist sie aus. Mit fünf Klick wieder an. Und dann haben wir hier unten einen kleinen Menübutton, wo wir die Stärke einstellen können. Blau. Jetzt ist blau. Also rot, weiß, blau. Wenn wir das Ganze für 5 Sekunden, oder 3 Sekunden, ich muss mal kurz nachlesen, für 5 Sekunden gedrückt halten, kann man den Replay-Modus aktivieren. Ich zeige das einmal kurz. 1, 2, 3, 4, 5. Und wie sehen Sie gerade noch nichts? 1, 2, 3, 4, 5. Vorführeffekt, jetzt springt er nicht an. Machen wir gleich nochmal. Was ist der Replay-Modus? Das ist der wurde von L. Wolf entwickelt. Ist eine neue. So, nachdem sich meine Kamera einmal umgekippt hat, besser gesagt, ich bin in das Stativ gelaufen. Jetzt nochmal, also der Replay-Modus speichert halt den Zug, den man will. Ich nutze das Ganze aber mit den 0,25er-Pots auf Rot und mit den 0,5er-Pots auf Blau. Also ich brauche da keinen Replay-Modus. Um den zu aktivieren, halten wir die Taste halt mal für 5 Sekunden gedrückt. Dann müsste der auch eigentlich auf Grün umspringen, was er aber irgendwie gerade nicht tut. Ja, ist jetzt auch nicht so wichtig. Also zeigt mir auch an, dass der Akku fast leer ist. So, hier unten haben wir den Micro-USB-Schlitz. Das ist, der ist so ein bisschen geschützt, dass da kein Staub und kein Dreck reinkommt. Indem wir das hier umklappen, kommen wir an den Micro-USB-Slot dran. Zum Akku 950 mAh sind verbaut, also wie bei der MyPod, wenn ich das richtig. Ja, ich lag richtig. Ich muss jetzt noch mal kurz gucken, ob ich wirklich richtig lag mit diesen 950 mAh. So, warum Limited Edition? Das ist halt, sieht aus wie so eine Muscheloptik in Blau und sonst gibt es hier halt den Schwarz und den Silber und dann halt entweder in Carbon oder auch mit so speziellen Looks, Stils, wie auch immer. So, zum Pott. Schauen uns den Pott jetzt mal hier an. Ist jetzt egal, das ist jetzt der 05er, das kann man es auch relativ gut lesen. Und hier haben wir halt den 02, das kann man ein bisschen schlechter lesen, weil das halt in so einem Rot ist. Das geht aber nur durch die Kamera schlecht. Im Endeffekt sind die eigentlich relativ gut zu lesen. So, hier oben haben wir einen Drip-Tip, was aber wirklich fest ist. Ist reingeklebt, kann man noch nicht wechseln. Es gibt nur welche, die kann man aufstecken, habe ich aber noch nicht da. Dann haben wir hier eine kleine Airflow, einmal nochmal neu ranzoomen. Ja, soll es ranzoomen. Jetzt, da haben wir die Airflow. Die kann man entweder ganz aufmachen oder ganz zu machen. Ich habe die immer bei dem 0,5er fast ganz und bei dem 0,2 habe ich die auf 3 Viertel circa auf. Hier oben haben wir das Liquid einzufüllen. Relativ große Öffnung, passen 2 Milliliter rein. Ich habe immer einen Pott voll, einen auf Reserve, damit komme ich den Tag über hin. Ja, man kann auch sehen, wie voll das ist. Das ist jetzt fast ganz leer. Und dieser ist jetzt fast ganz voll. Wenn ihr mich fragt, auf welches Nikotinlevel ich dampfe, wenn ich den TRV12 nehme, sage ich 3. Bei dem Gerät bin ich allerdings etwas höher. In dem Fall bin ich bei dem Tropenhazard bei 8 Milligramm Nikotin. Und bei den Red Lion bin ich bei circa 6, auch bis 8. Je nachdem, auf welchen, ob ich jetzt Sub-Oben und Sub-Oben sage, ob ich direkt Lunge oder Maus, too lang. Dampfen. Ja, zum Akku komme ich im Fazit und wir wollen das Ganze natürlich auch nochmal andampfen, dass ihr seht, wie das performt. Und das machen wir jetzt gleich direkt wieder in der Detailansicht. Jetzt möchte ich euch nochmal kurz eben, wenn ich in der Ansicht bin, einmal kurz die Geräte zwischen zwei Pod-Systemen und einer Nicht-Pod-System vergleichen. Hier haben wir die MyBlue. Daneben haben wir die iCare und die. Hätte vielleicht jetzt nicht unbedingt das Band, das mache ich jetzt nochmal eben kurz ab, während ich hier am Drehen bin. Und die MyPod. Also wenn ihr seht, die MyBlue ist natürlich wesentlich kleiner und handlicher. Die MyPod wiederum hingegen etwas größer. Die iCare, was gar kein Pod-System ist, kommt aber schon relativ nah dran. Die ist immer noch ein bisschen kleiner, aber hat auch keinen Pod, hat einen fest verbauten Akku, der auch im Moment leer ist. Aber im Vergleich zu der MyBlue und zu der
MyPod ist die halt doch schon relativ groß, aber immer noch klein handlich. Perfekt für die Arbeit finde ich sie auch. Aus dem Grund, die kannst du gut in deiner Brusttasche stecken oder halt in der Hosentasche stecken und kannst immer mal wieder dran nuckeln, sozusagen. Der Vorteil hier ist halt, dass du kein Display hast und alles über diesen kleinen Chip hier machen kannst, egal welche du einstellst. Vielleicht klappt es jetzt mit dem Replay. Nee, irgendwie nicht, bleibt blau. Und dazu, die LED hat auch verschiedene Farben. Rot ist 0, 15, 30 bis 15, blinkend ist 15 bis 0. Blau oder grün ist ganz voll, aber das steht auch in den Bedienungsanleitungen drin, das kann ich euch auch nochmal unten reinschreiben. Wenn ihr mich fragt, welche ich handlicher und praktischer finde, die beiden sind meine alltäglichen Begleiter, die MyPod nehme ich mit auf die Arbeit. Die Lost Vape für zu Hause oder je nachdem, welche gerade geladen ist, ist das im Moment so der Wechsel. Die Lost Vape habe ich inzwischen eine Woche fast durchgehend im Betrieb. Mit der MyPod zusammen, weil immer eine geladen werden muss. Zum Akku komme ich im Fazit gleich. Ja, wir gehen wieder in der anderen Ansicht, weil wir das Ganze auch nochmal dampfen wollen. Bis gleich. So, wieder in der großen Ansicht und willkommen zurück, sage ich nur. Ja, ich probiere, fange jetzt mal an mit deren 025er um. Gerät mit Tropenhazard von Bang Juice. Ja, ich muss das umfüllen, weil meine Flasche kaputt gegangen ist. Ist noch voll, dann schauen wir mal. Also ihr seht, dass ich das jetzt auf blau dampfe. Ich mache jetzt mal weiß. Und jetzt nochmal rot. Also, was sagt uns das? Als Podgerät 1A und einmalig klasse. Ich zeige euch jetzt nochmal die Mund zur Lunge. Also wirklich, das Wechseln ist 1A einfach rein, raus, neuer Pod drauf. So, jetzt fange ich an mit Blau. Das war mein Vorführgerät, das ist zu weit auf. Will ich da auch auf Rot? Und jetzt drücke, seht ihr, dass der Akku unter 15% ist, weil. Dann blinkt er zweimal rot, das heißt, er ist jetzt fast echt leer. Hier ist jetzt Redline drin. Den Vorteil bei Putzsystemen finde ich einfach, dass die klein handlich sind, nicht so klobig und groß. Jetzt komme ich aber zu dem, warum ich die MyPod teilweise echt besser finde. Meines Erachtens hält der Akku in der MyPod länger, obwohl das auch 950 mAh sind. Kann sein, dass der Chip ein bisschen mehr verbraucht, aber hier bin ich bei. Ja, ich muss das, wenn ich das morgens abnehme, so um 8 Uhr, muss ich es teilweise um 16, 17 Uhr wieder zum Laden anklemmen. Und das finde ich ein bisschen ätzend. Vor allem kannst du nicht immer sagen, du, ich muss jetzt laden auf der Arbeit. Also deswegen. Und ich finde das halt praktischer, dass das hier an so einem Band ist. Dann kann ich natürlich sagen, okay. Ich kann die auch in so einem Band machen, aber ich finde, das ist echt teilweise ein bisschen störend, wenn da dieses Bändchen drüber ist. Deswegen habe ich das ab und nehme die auch nicht mit zur Arbeit. Die bleibt zu Hause. In der Regel, manchmal habe ich sie mit zur Arbeit. Aber ich finde, dass das schon wesentlich praktischer ist, vor allem so Brusttasche oder Hemdtasche und dann trotzdem noch rumhängen, als das hier. Aber muss jeder selber wissen. Im Endeffekt kostet die 99 Euro und die kostet, je nachdem, wo man sie kauft, zwischen 30 und 50 Euro. Das ist so das, warum ich sage, ich bin da zwiegespalten. Ich habe beide, ich nutze beide, ich bin mit beiden super zufrieden, aber ich finde, der Akku, der MyPod hält. Ist auch Tropenhazard drin, finde ich vom Geschmack her. Jetzt gleich, wo du in der Lost Vape noch ein bisschen intensiveren Nikotin-Geschmack hast. Also hier sind 1,6 oben, da musst du noch ein bisschen höher mischen als bei der 0,5.
Wenn ich ein bisschen mehr Kick will, nehme ich die Lost Whip. Wenn ich ein bisschen weniger, gehe ich automatisch zu der MyBot. Ich habe auch noch die Minifit. Da ist aber gerade meine Frau mit unterwegs, also habe ich sie jetzt gerade nicht zur Hand. Jetzt hätte ich euch die auch schon gezeigt im Vergleich. Da seht ihr aber Fotos auf meiner Facebook-Seite. Wenn ihr mich jetzt direkt fragen würdet, welches Gerät ich nochmal kaufen würde, wäre es die Lost Wave und die MyPod. Ich würde beide nochmal als Zweitgerät da haben wollen, dass ich immer von jedem ein Gerät da habe. Wenn ihr mich fragt, möchtest du nochmal einen Akkuträger mit mit 3 oder 4 Akkus, sage ich nein, ich möchte keinen mehr. Aus dem Grund, dass es wesentlich angenehmer ist, Mund zu Lunge zu dampfen, als direkt immer mit 300 Watt. Was natürlich bei der Lost Wave noch die Ersparnis bei dem Display, was natürlich mehr als sich auf die Leistung des Akkus abspiegeln soll, was ich jetzt aber nicht merke. Also, wir hätten auch locker einen Akku mit 1200 mAh reinknallen können. Von mir aus wird die dann noch ein Stückchen größer sein müssen, weil die ist echt schön winzig für unterwegs. 1A für im Auto, 1A. Deswegen würde ich das Produkt auf jeden Fall weiterempfehlen. Die MyPod natürlich auch. Ich mache aber nochmal einen direkten Vergleich zwischen den kleinen Geräten, wie zum Beispiel der Lost Wave, der MyPod, der Minifit und der JustFog C601. Die habe ich auch noch da, aber auch gerade an der Ladestation. Deswegen zeige ich euch die nochmal in einem direkten Konkurrenzkampf-Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, euch hat das kleine Infovideo zu der Lost Wave gefallen. Kommentare, Anregungen gerne nach unten oder auf meiner Facebook-Seite. Link zur Facebook-Seite habe ich euch unten in der Beschreibung rein. Mich würde mal interessieren, welches Gerät soll ich noch testen? Ich bin ja auf Bot-Systeme spezialisiert. Ich werde auch noch die Aspire, wie heißt sie denn? Aspire Nautilus IO. Testen. Und dann werde ich sehen, welche ich für als beste E-Dampfe als Pod-System küre. Alles gleich, danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, Rubito. Ciao mit Öl.